Ja, und willkommen zurück bei den fiesen Fettsäcken, die mir gerade so noch entkommen sind. Ich habe auch gerade mal reingeguckt. Ich glaube, die Umstellung der Wiederholrate auf den normalen Wert hat geholfen. Letzte Folge dürfte richtig schön flüssig gewesen sein. Ja, ich muss mal gucken, was ich mit den ersten Folgen noch mache. Vielleicht rechne ich die einfach auf 30 Frames runter, dann hoffe ich mal, dass es ein bisschen besser ist, weil das zuckelt doch schon ganz schön. Ich muss mal gucken. Ansonsten, ja, kann ich es leider nicht ändern. Aber wie es aussieht, ab jetzt gibt es dann flüssiges Gameplay. Das ärgert mich, wenn Windows da immer zwischenfunkt und das einfach so umstellt, ohne zu fragen. Aber egal, wir spielen jetzt weiter. Mal gucken, wo es jetzt hingeht. Zu welchen. Oh, sie hat schon wieder Hunger. Na toll. Jetzt hat sie Hunger. Also ich hätte ja nach dem allerdings keinen Hunger, muss ich zugeben. Echt ekelhaft. Nur gut. Suchen wir uns mal was zu essen. Bin ja eigentlich immer noch der Meinung, der hat Durchfall. Also das hört sich zumindest an. So Magengrummel kenne ich. Das ist aber nett von dir. Dankeschön. Oh, was? Was? Jetzt haben wir den Ku Klux Klan Gnomen gegessen statt der Wurst. Warum denn? Ist es. Ich glaube, die dicken Menschen haben abgefärbt. Die wollten mich auch mal fressen. Jetzt aber die Arme klein. Tja. Ne, so ist das. Immer aufpassen, ne? Nicht, dass dir in die Hand gebissen wird. Nun dann, hoch geht's. Ah, guck mal, da ist diese blöde Wachsfigur, hätte ich beinahe gedacht, die blöde Statuenstatue. Und da, guck, da, genau da. Und wenn wir über Statuen reden, ne? Da ist sie. Hallo, Madame, ich habe Ihre Statue gefunden. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, Kopf angehauen. Na komm. Na komm, bitte. Nimm diese blöde Statue. Jetzt liegt da. Toll, jetzt kann ich sie nicht. Doch, jetzt. Also, die war gleich kaputt, bevor sie wieder hängt. So, und jetzt brauchen wir was zum Schmeißen. Dann nehmen wir das da. Weil wir so klein sind. Mist. Gut, der ist leer. Ich hätte schon Angst, dass da wieder irgendein fieser Fettsack drin steht. So. Ah, das war der Gästebereich. Sehr schön. Das sind ja Gäste, die, ja, solche Gäste möchte man haben. Schweine. Was ist hier? Gerade sehr nervös, dieses TikTok. Aber auf jeden Fall schon mal wieder ein Schlüssel. Oh, da singt jemand. Sieht auch mal was hin.
gleichen drei Noten, oder? Na gut. Die Frage, kommen wir dran an ihr vorbei? Wahrscheinlich nicht. So, das scheint ihr Schlafzimmer zu sein. Mal gucken, was können wir denn hier machen? Da ist eine Vase mit einem Auge drauf. Da steht irgendein Bild. Tja, magst du den Schlüssel haben? Da drinne? Ich möchte... Okay. Ja, tatsächlich, da drinne. Wo ist sie jetzt hin? Kommt sie jetzt her? Die Tür nicht gucken, ich habe Angst, da durchzugehen. Oder überhaupt in die Richtung zu gehen. Sie ist weg. Warum ist sie weg? Verdammt, wo ist denn die Scheißtür? Da oben ist noch so eine Statue, oder? Nee, das ist bloß eine Puppe, oder? Oder? Stand die vorne auch schon da? Ja, nee, ist bloß eine Holzpuppe. Ui. Also nicht jetzt, sind die da hinten. Also nicht die hier vorne, sondern die da hinten, meinte ich. Oh je, oh je. Ich mag nicht mehr. Alles, komm. Nehmen wir den Stuhl mal ran. Nehmen wir die, machen wir die auch noch kaputt. Na du. War wohl nicht so geplant von der Physik Engine. Moment, ich schlich die mal ein Stückchen weiter weg. Dann kann ich jetzt vielleicht gehen. Komm her, Stuhl. Geräuschvoll. So, jetzt passt's. Was zur Hölle? Es ist ein Geisterstuhl. Achso, so geht's auch. Na gut. Ja. Oh Gott, hab ich mich wieder erschreckt. Ganz langsam und vorsichtig. Oh Gott, kommt die jetzt etwa aus dem Schrank raus? Ich will nicht, dass sie aus dem Schrank rauskommt. Leise, ganz vorsichtig. Jetzt leise. Oh, denn...
Ah, nee, das ist auch bloß so eine Statue. Oh. Das könnt ihr doch nicht machen. Das ist mir vor gar nicht aufgefallen. Was machen die ganzen Augen da? Und warum ist das Bild da von ihr da abgehängt? Vorsichtig, nicht runterfallen. Was sind denn das für. Oh, da, das ist ja. Was ist denn das? Annabelle? Ich finde größeren Bildausschnitt. Schon wieder auf den Kopf gefallen, das Ding. So. Vorsichtig. Ach du Scheiße. Ist sie das? Da hinten der Schatten. Bewegt sich der Schatten? Ich will nicht. Scheiße, ich wusste es. Schnell weg. Ist kalt geworden. Ja, ich stehe schon in die Nackenhaare zu Werke. Hallo, weißt du das, Tante? Ja, mal gucken. Nee, das war nicht die Tante. Guck. Oh, ich hab richtig Gänsehaut. ja. Es ist sehr gemütlich hier. La, 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 la. Geh weg. Okay. Der Rest vom Spiel war eklig. Das ist jetzt gruselig. Ich will nicht mehr. Kommt die da? Was ist denn das hier? Welches hier? Zwei. Ganz langsam. Kommt doch bestimmt gleich wieder. Diese Puppen. Das ist. Überall diese Puppen. So, eine von den Puppen ist bestimmt keine Puppe. Unauffällig. Speicherpunkt. Was ist das hier für ein Raum? Vorne gibt es Bücher. Ist das ein Spiegel, oder? Alle anderen Spiegel sind zerschlagen. Das ist der einzige Spiegel, der noch funktioniert. Da so eine Idee. Da ist sie. Hallo. Guck mal, ich habe einen Spiegel für dich. Ist wo es hin? Hier hin. Flickst. Okay, ich habe da so eine Idee, wie das funktionieren soll, glaube ich. Mit diesem Spiegel. Und die Frage, wie erkennen wir, von wo sie kommt, damit wir den Spiegel vorhalten können?
Dunkeln. Achso, da muss ich mich wahrscheinlich nur ranhalten. Alles klar. Probieren wir es noch einmal. Oh, was ist das für eine komische Tante? So, dann gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Hallo, Tante. Einen Spiegel haben? Genauso habe ich mir das vorgestellt. So, lass mich raten noch einmal. Scheint ein Bosskampf zu sein. Der erste Bosskampf. So. Da, 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 da. Schnell, 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 schnell. Ha, hab ich. Immer noch nicht. Hunger. Ah ja. Das heißt, wir fressen sie jetzt. Ah gut, die Gnome haben wir auch gefressen. Warum nicht? Weil wir die Grenze schon überschritten haben. Hi. Tja, guten Appetit. Oh, jetzt ist, hat sie jetzt die Macht von ihr, oder was? Und macht sie jetzt? Ah, sie saugt jetzt. Okay, sie saugt jetzt die. Macht sie die Seelen weg? Fette Seelen, du. Fette Beute. Thank you.
Treppe nach oben. Der Ausgang. Die Räume der Herren waren das. Ach da, der Wichtelgnom, der Kuckucksklan. Da noch einer. Proviant für unterwegs. Der läuft sogar alleine hinterher. Ja, das war's schon. Schön. Lustiges kleines Spielchen. Kann ich empfehlen. Ja, ich muss mal gucken, was ich jetzt mit den ersten, was sind das, 5 Folgen, oder? Die ersten 5 Folgen haben gegoogelt. Schade. Mit dem machen wir mal gucken. Ich hoffe, dass ich es ein bisschen in den Griff kriege mit 30 Frames dann. Das dürfte nicht so schwierig sein oder nicht so schlimm sein. Muss ich mir echt mal auf die Checkliste packen, das abzuchecken wegen den Herzzahlen von Windows. Das Gemeine ist auch, dass man das in der Vorschau absolut nicht sieht. Das ist ruckelt. Aber egal. Ja, schönes Spielchen. Es ist noch nicht das letzte, was wir spielen von The Little Nightmares. Ich habe noch die 3 DLCs. Die kommen aber später. Ansonsten lasse ich euch jetzt mit den Credits allein. Viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Spiel. Ciao, ciao. Thank you.
Thank you.